Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Take It Light zusammen mit immer noch meinen Schafen, meinen Kühen, Markus und Futur. Hallo. Und Doug. Hey, hey. Wow, mutiger nach über anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden schon? Mindestens, wie vor haben wir denn? 20:43 Uhr. Mehr als anderthalb Stunden. Wir haben 19:05 Uhr und 1:10 Uhr. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen verspätet angefangen. Bisschen, weil irgendjemand die Uhr nicht lesen kann. Doug. Den habe ich ja fast ja nicht geschafft. Doug. Oh, eben, du lern Uhren lesen. Also Doug, was wolltest du eben noch über Blendezeit sagen? Mit unsichtbaren Sando was? Ich finde es immer noch scheiße. Ja, wieso denn, wenn sie komplett unsichtbar sind? Dann machst du keine Ahnung was, aber das finde ich doch doof. Stell dir mal vor, du bist in der Kleinschlacht, stellst den Zahnräder fest und Kinder sieht die. Ja, aber irgendwann siehst du, weil du spawnst doch alle da. Das ist ja eine kleine Schlacht. Ja, und vor allem, wenn die Sanderer dann auch so komisch schlimmern wie die Spione, sieht sie trotzdem jeder. Ist so. Je nachdem, wie das Feedback von der Community ist, vielleicht ist sie dann auch komplett weg, das Flimmern, ne? Aber dann wäre sie ein bisschen overpowered. Und es wäre total... Wär schon auf das Einsatzschild verzichten. Eben, das ist... Und es wäre total schwachsinnig, wenn man noch sieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie mit den Spionen, wenn es ist, dann kann man sich so gleich sparen, da was zu entwickeln. Eben, sollen sie lieber die Bugs fixen. Genau, dann mal lieber Bugs fixen, anstatt unsichtbare Sander. Das ist ja nur auf der Wunschliste, auch wenn sie hart dran arbeiten. Ich habe auch... auch wenn sie hart dran arbeiten, offiziell, es ist nur ein Wunsch. Da haben sich ja schon welche im Forum darüber aufgeregt. Ich glaube, diese 5 Posts darüber, warum es in der Wunschliste ist, obwohl sie dran arbeiten. Muss dann eigentlich in der Entwicklung sein, in den Roadmap und der Forum. Ja. Über sowas beschwert sich die Community, unglaublich. Es ist hoch und Motzen auf hohem Niveau. Ey Markus, ich muss echt lumpen. Du schaffst in einer Stunde echt eine Windmühle zu bauen. Da bin ich recht überrascht. Was hast du erwartet? Wie lange man da braucht? Länger. Wenn sie ihn schön gebaut hätte, hätte er bestimmt länger gebraucht. Hallo? Das ist ein schön, Alter. Futur hat sich gerade freiwillig gemeldet, bis zur nächsten Aufnahme eine zweite Windmühle zum Vergleich zu bauen. Ja. Mann, ich baue hier einen Berg. Doch, du baust jetzt eine scheiß zweite Windmühle. Doch. Danke, dass ihr gesagt. Dark hat keine Rechte auf meinem Server. Boah, ich habe hier noch andere Rechte. Auf meinem? Ja, nicht. Aber weißt ja, du was, Futur? Futur? Ich wollte gerade sagen, Futur, ich wollte gerade sagen, du könntest in 2 Sekunden weg sein. Oh, Baum. Baum weg. So, so, und so, so. Yo, übste Lex, geil. Was so. Oh, Lex? Hat mich verbaut. Das hat übste Lex, Alter. Hat irgendwie 3 Sekunden gedauert, wo der Block weg war. Hand so. Alter, wie schwer ist es, einen Berg aus dem Nichts zu bauen? Nicht schwer. Doch. Für einen Futur. Ein Futur, ja. Ich hab jetzt schon wieder... Ja gut, ein paar Blöcke. Ein paar Stacks weggehauen. Ah, jetzt könnte ich da mal wieder Tiere breeden, weil ich ja schon wieder welche umbringen musste, weil sie abgehauen sind, weil Timbers Mod Treppen abgebaut hat. Das ist doch blöd. Ja, das ist echt kacke, weil wir haben so einen Baum da drüben halt abgerissen. Und der hat einfach... Der hat einfach Treppen mit abgebaut. Warum fixst du das Problem einfach nicht und machst die Baumfarben da ein bisschen weiter weg, so? Hä, das war mit der Axt. Die Baumfarben macht sowas nicht. Ja, aber dass die Bäume überhaupt dahin wachsen... Das ja, hab ich doch jetzt schon. Hast du es schon gefixt, okay. Die wachsen nicht mehr an dem Block daneben direkt. Guter Mann, guter Mann. Ab und zu muss ich euch ja loben. Ja, andersrum. Der Block, das sieht kacke aus. Hier läuft jetzt auch übrigens so eine Treppe gegen eine Wand, mit der muss man sich auch mal eine andere Lösung überlegen. Und direkt unten drunter, Sven, hat er ein Ding, einen Baum in das Ding reingebaut. In was für ein Ding? Guck mal in meine Richtung, komm mal hier in meine Richtung. So. Ja, runter, runter, ist nicht zu weit. Ja, wenn da ein Loch genau, ist. Warum ist da ein Loch in der Wand?
Sorry, aber ist so. Warum ist jetzt hier... Da steckt doch schon wieder ein Baum in meinem Ding drin. Also jetzt langsam kann es echt nicht mehr ihr Ernst sein, dass hier Bäume die ganze Zeit einfach in meine Dinger reindroben. Wow. Sag, was für Musik hörst du eigentlich? Hab ich das schon mal gefragt? Keiner, da ist die Antwort relativ schnell. Wie, keine Musik? Nein. Du hast keine Musik, Junge. Nein. Geht das denn? Ich kann nicht überleben, Alter. Was hörst du, Markus? Eigentlich alles außer Klassik, Schlager, Volksmusik. Schlager. Das ist das Beste. Nein! Der größte Bullshit, Alter. Was? So ich richtig so die Hände zum Himmel? Nee, sowas geht nicht vor 20 Bier. Ja eben, ich habe auch nicht gesagt nüchtern, oder? Also ich, wenn davon rede, dass ich Musik höre, dann rede ich davon, dass ich meine Musik auch so im Alltag höre. Ach so, ja. Gut, ab und zu höre ich mir auch gerne so lustige Lieder an. Ja, gestörte Menschen. Oder? Oder? Ach komm, fick dich, du Scheiße. Ja. Oder wir müssen jetzt da irgend so einen geilen Weg bauen. Du hast jetzt die Aufgabe. Ihr könnt ohne Scheiß die Brücke bauen. Nein, ja, aber ich muss an der Tierfarm weiterbauen und irgendjemand muss sich mal verhindern, dass meine Tierfarm andauernd geschrottet wird. An dem mal da, wo jetzt meine Dirtblöcke sind, über zwei Blöcke breit am besten meinen Weg oder so hinbaut. Willst du? Foto schon mal hoch, ja. Ist es gleich groß wie das andere? Ist er da? Ein Block höher noch. Gut. Weiß irgendjemand, wann wir angefangen haben? Nein. Diesmal habe ich nämlich auch nicht geguckt. Aber ich überziehe einfach die Folge auch noch, macht auch keinen Unterschied mehr. Nö, eben. Macht ja Spaß von dem her. Futur, willst du meinen Weg bauen, da wo ich jetzt halt die zwei Dirt-Wege hier hingebaut habe? Aus irgendeinem Material, wo man keine Bäume drauf pflanzen kann. Ich muss meinen Berg fertig bauen eigentlich. Ja. Also du hast entweder die Möglichkeit, deinen Berg fertig zu bauen und ich baue noch ungefähr 17 Folgen lang an diesem Tierding, was jedes Mal zerstört wird von Bäumen. Lass ihn doch aus Dirt. So ist es okay. Hä? Das soll erstens mal auf das Niveau von der Farm, also um eins runter, und darum dürfe es kein Dirt sein, was sonst baut er Bäume drauf an. Achso, soll ich das aus? Puh. Irgendwas, wo man keine Bäume drauf bauen kann, war eine Anweisung, oder? Mensch. Kies, wie wär's mit Kies, ein Kiesweg? Ja, kannst du machen. Wenn wir so viel Kies haben. Ja, wir haben mehrere tausend Blöcke. Okay. Query for the win. Fuck you, Jetpack. Sterben. Au. Jetpack sterben? Ist das so eine neue Krankheit? Eine Pest, an dem alle Jetpacks verrecken oder so? Ja, und dann du auch verreckst. Scheiß Trick. So, ich baue mal weiter meinen schönen Käfig hier. Immer schön im Kreis Mauern bauen. Mauern bauen macht nämlich Spaß. Ja. Willst du einen Berg bauen? Nein, ich will Mauern bauen. Also, beschwer dich nicht. Weil Mauern bauen macht nämlich Spaß. Das habe ich doch gerade schon erklärt. Es ist so schwer zu verstehen. Wir haben 1300 Kupfer. So. Gesundheit. Oh no, was hab ich gemacht, Scheiße. Doch, ja, okay, doch, geht schon. You're going to die. Wir haben nur 182 Nikolit, das ist ein bisschen wenig. Hä? Nikolit brauchst du nur für Solarpanels. Und Tesseract. Ey, diese Kuh hier backt schon wieder. Warum ist hier ein Schaf? Du bist im... Junge, nein, Schaf? Da fehlt ein kompletter Zaun, deswegen. Was? Wer hat den Zaun ab... Hier war gerade noch ein Zaun. Futur. Was denn? Hier war gerade noch ein Zaun. Ich weiß nicht, was du da treibst, da war keiner mehr. Natürlich.
Genau, genau dieser Zaun hier. Lieber auf der Seite ein bisschen zum Rand. Ich weiß, ich habe ihn eben auch gesehen. Ich weiß nicht, warum er weg ist. Der Zaun ist einfach weg. Hallo? Okay, ich werde offiziell verrückt. Oder Dark. Nee, da kann sie nicht auf den Server. Oder Dark. Dark ja, war's. Dankeschön. Immer. Hat sich unsichtbar gemacht und baut und trollt uns jetzt die ganze Zeit. Ja, auf einem 3-Slot-Server. Wie der Sandra, genau. Nein, er ist der Sandra. Er ist. Was? Ist Sandra. Er ist genau. Die ganzen Sandra. Mit Schutzschild. Mit dem herrlichen Einsatzschild, unglaublich. Könnten wir nachher noch eine Runde zocken eigentlich? Heute mal. Heute nicht mehr? Heute nochmal, bei mir zumindest nochmal. Kannst du weiter Damage machen? Immer noch 4 Herzen, aber halt auch wie im Scheißdreck. Ich muss mal wieder was zu essen mir snacken. Weiß nicht, so genug da, ich habe eben noch gefarmt, bevor die Aufnahme angefangen hat. Ja, wir haben auch noch einiges Raw. Wir haben noch 28 Raw von den Kühen. Ja, stimmt, das habe ich gefarmt. Wer das Lied automatisch verarbeitet? Nein. Werden das programmiert, ja. Nein. Keiner. Ohrs werden verarbeitet, aber programmiert ist. Ja, ich muss sagen, die Ohrs sind programmiert, aber das Fleisch nicht. Ja eben, das Fleisch würde ich wenn dann an die Tierfarm direkt dranhängen, dass der das brennt. Das können wir machen. Weil das erachte ich als sinnvoller. Nein, Kühe, nicht alle darüber jetzt laufen. Gut zurück. Gut tot. Wir haben wieder mal. Boah, ich habe keinen Bock mehr hier Dirt zu platzieren. Ich habe jetzt schon über 1000 Blöcke geplatziert. Weit über 1000 Blöcke. Jetzt haben wir wieder ein Schaf, das sterben muss. Alter, diese Farm fuckt so ab. Oh, Alter. Jetzt haben wir noch 2 Schafe in einem Gehege. Das wird sich töten. 2 kleine Kühe in einem Gehege. Oh Mann, fick dich, Chatpack, Alter. Ihr sterben. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann an der Stelle auch mal wieder von mir mit diesem Rage-Fuck dieser scheiß Tierfarm, die immer noch nicht fertig ist. Was? Das war jetzt aber eine kurze Folge. Hä? Ey, ja, überzogen, Junge. Wir haben 56. Ja, okay. Kann auch sein, dass wir erst bei 10 Minuten sind. Eben, wollte gerade sagen, wir sind noch nicht so eiklang. Ich weiß nicht. Lass laufen noch ein paar Minuten. Ich lass noch ein wenig laufen, ich überziehe hier eh alles, dann kann ich das ja auch noch überziehen. Eben. Mach's auf jeden Fall, also nächstes Mal bin ich ja dran mit aufnehmen. Ich setz neue Maßstäbe. Ich das nächste Mal mit aufnehmen dran bin. Ja, das stimmt. Und dann ist auch wieder Qualität angesagt, was die Zeiten angeht. Dann gibt's wieder kein Video für euch, dann müsst ihr wieder alle weinen. Da muss ich aber halt dann was anderes machen, als diesen scheiß Berg bauen. Nö, ich baue auch die ganze Zeit diese Farm hier. Ja, aber Bergbauen ist langweilig wie Pest. Und Zäune abbauen und Sandstone setzen ist so viel spannender, ich weiß schon. Ich habe eben über 1000 Block für dich gefarmt. Ja, stimmt. Das gehört ja nicht zum Bergbauen dazu. Das heißt ja in deiner Aufnahme nicht Sandfarmen, sondern Bergbauen. Bis dahin will ich fertig sein, da will ich ein nächstes Projekt anfangen. Da will ich die Brücke anfangen. Er mordet gleich. Ja, den scheiß Tippback, Alter. Dein Langhund. Wenn du immer Fallschaden kriegst. Nee, wenn ich in ein Ding nicht reinkomme. Fenster. Die Lücke. Es gibt so einen Hover-Mode, aber ich weiß nicht mehr, wie man den einen ausschaltet. Mit G, glaube ich. Das musst du erst irgendwie einstellen, weil es irgendeine Doppelbelegung ist. Habe ich jetzt wieder keine Säge dabei, aber was abkommen ist doch für ein... Ja, Tee-Futter ist okay. Müssen Tee haben. Ne, ich guck gerade, wie ich den Habermut reinmache, aber... Nicht mit nicht. Tee. Weil Tee ist nämlich Chat. Wie kann ich nochmal rauszoomen wieder? Mit was? Hagei? Mit Z kannst du ja die Map ranzoomen, aber wie kann ich wieder rauszoomen? Das ist jetzt wirklich nicht mein Problem. Mit Z lang drauf bleiben.
ein ganz krankes Humpes. Muss ich mir noch mal die Säge holen aus meinem Maya-Tempel. Der ist und bleibt einfach das Beste, was ich in dieser Woche gemacht habe. Was du jemals gemacht hast, Alter. Nee. Dass wir Strom haben, ist schon geiler. Ja, das finde ich auch geil. Wir müssen echt mal in den Nethern übergehen und gucken, wie das aussieht, das Lavabecken. Da wird nicht mehr viel Lavabecken sein. War letztes Mal schon gefährlich aus. Ja. Weißt du was? Ist mir egal. Wenn nichts mehr da ist, ist weg. Geh mal kurz gucken, das will ich mir auf jeden Fall angucken. Haben wir Wolle, ich denke schon. Ja, Hammer. Ja, über 100. Habe ich doch schon für dich gefarmt. Das Niederportal muss auch irgendwo anders dahin. Warum nicht steht da? Ah, 106 haben wir ja. Das ist ja. Ein Traum ist es. Ein Traum. Ein Traum? Ein richtiger Traum, du. So hier und ja. Oh, ein Zombie, was willst denn du hier hüben? Herr Markus, wie findest du das Design so? Ist Design? Gut. So würde ich das jetzt dann halt hier in der Mitte noch mit so einem Kreuz quasi machen. So. Und da muss ich noch gucken, wie ich dann irgendwie das hinbekomme. Dass die gebreedet und getötet werden. Alter, Sven, das musst du aufnehmen. Nein. Dann hast wie du was für deine Aufnahme, denn? Weil meine ist nämlich gleich vorbei. Alter, ich brauche aber Strom, mein Chatpack ist leer. Das wäre jetzt im Nether auch cool. Und ich muss mal gucken, wie viele Pigments hier rumrennen vor unserer Tür. Ich glaube, das ist echt krass. Das habe ich schon letztes Mal gesagt. Was? Dass das viele Pigments. Dass da übelst viele Pigments rumgammeln. So die Bewacher sind. Das ist jetzt schauen wir mal, wie das jetzt so wird. Gucken wir mal. Bumm, ich hoffe, das ist richtig so. Was ich mir noch überlegt habe, wir können ja in die Windmühle oben drauf Solarpanels stellen, dass wir aus Tageslichtstrom dann irgendwie, dass wir mehr Energie haben. Auf die Windmühle. Ja. Jo. Einbauen halt, oben als Blöcke. Oder da ist die irgendwie halt, wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen, gescheit. Sowas würde ich vielleicht nicht in der Windmühle machen, so als Ansatz. Warum? Weil eine Windmühle im Normalfall nicht so viele Solarpanels auf dem Dach hat. Ja, gerade 4-5 High Voltage, das langt doch schon. Ja, okay, die Kraft ist zu. Und dann über... Guck mal, komm mal mit, Sven. Also, wie weit bist du? Also, warst du? Ich brauche noch länger, Foto. Nämlich hier oben, Markus, ist das Ding da oben holt, das Dach. Ja. Weißt du, hier oben? 1, 2, 3, 4, 5 High Voltages ran, 6, 7 sogar. Foto, die crafte ich auf jeden Fall nicht, weil da bist du nämlich 15 Folgen grob geschätzt beschäftigt, bis du die gecraftet hast. Und dann innen drin, guck mal, wie es Markus drin eingebaut hat. Ups. Im obersten Stockwerk kannst du echt eine geile Zentrale bauen, wo das Ding dann transferiert. Was meinst du, Markus? Wenn wir hier oben wirklich da oben Solarpanels hinbauen. Wo bist du? Weißt du, da ist Dach. Und innen drin dann die Verarbeitung machen. Dann Kabel runter, im obersten Stockwerk gerade so eine Zentrale, wo man so ein Tesserakt oder so irgendwas hat und die Energie dann wegtransportieren kann. Wir machen. Da käme ich nicht raus. Also ich finde das jetzt irgendwie geil. Dann mach's. Ich brauche keine Solarpanels, soweit wir es vermeiden können. Wir haben es auch auf unserem Stromkreis. Also in einem Eins.
Und dafür habe ich 10 Minuten gebraucht oder 12 und das ist... Nee. Ich guck mal. Nee, da habe ich 15 gebraucht. 15 Minuten für ein so ein Ding. Solarpell, was brauche ich dafür? Oh. Ach komm, fick dich, du Scheiße. Ich habe irgendwas verkackt beim Bauen. Ich habe, nee, hab glaube ich, noch die GIF-Mode drin. Ich kann mir das alles geben. Das ist nicht gut. Wie kann ich denn das jetzt löschen? Rechts reinwerfen. Inventar und dann rechts auf die Dinger werfen. Ich habe mir jetzt gerade zigtausend Solarpanels gegeben. Cheetah. Oh, the, no. Jetzt geh doch dahin. Futur. Nein. Nein! Darf ich jetzt die Folge beenden? Ja, jetzt darfst du beenden. Muss ich mal gucken, wie ich das wegkriege. Ja Leute, ich würde sagen, an der Stelle war es dann mit der heutigen Folge auch mal wieder. Ich schaue, dass ich bis zum nächsten Mal dann die Kacke hier fertig gebaut bekomme, damit wir uns das nicht noch länger in Folgen antun müssen. Weil ihr habt euch jetzt eine Folge Tierfarmbaum angetan. Okay, es war auch so ein cooler antiker Tempel mit dabei, so ein bisschen, und so ein bisschen Baumfahren überarbeiten. Aber im Großen und Ganzen hing ich eigentlich immer mit meinen Tieren hier rum. Und von dem her würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge, dann wieder bei Futur. Bis dann würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao. Oh, ah, 6. Schön.